Querétaro, Mexiko, 19. Juni 1867. Attention, pelotón! Voy a morir por una causa justa. Prepare! Por la de la independencia y libertad de México. Apunta! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Puedo! ¡Viva México! Franz Josef und Ferdinand Maximilian. Der Erst- und der zweitgeborene Sprössling des Hauses Habsburg. Ein ungleiches Brüderpaar, ungleich in Wesen und Begabung. Vor allem aber im Sinne einer rigorosen dynastischen Erbfolge. Auch wenn Maximilian eine Krone begehrt, das Erbrecht hat sie dem Älteren bestimmt. Gib die wieder her! Franz Josef, ich bin der Kaiser und der Erstgeborene. Das ist meine Krone. Die imperiale Kinderstube der beiden, Schloss Schönbrunn. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und diese Ordnung ist uralt. Von ihrer Ahnfrau Maria Theresia, der barocken Herrscherin, trennt die beiden gerade ein halbes Jahrhundert. In den Gemächern der Wiener Sommerresidenz ist alles beim Alten geblieben. Die Welt aber, die vor den beiden Brüdern liegt, wird eine völlig andere sein. Die Ausbildung der beiden erfolgt nach strengem Reglement und unter klerikaler Aufsicht. Fremdsprachen, ein bürgerlicher Beruf, militärisches Exerzieren. Mathematik und Buchhaltung. Maximilian! Finanzbuchhaltung langweilt den Zweitgeborenen. Naturkunde, Geschichte, die Künste faszinieren ihn. Maximilian ist ein Sohn der Romantik. Er hat ein Auge für das Schöne. Für vieles andere ist er blind. Ganz anders Franz Josef. Seine Leidenschaft, das Militär. Bald wird er Kaiser sein, mit 18 Jahren Majestät. Hier bestimmt nicht die persönliche Begabung, sondern die Reihenfolge der Geburt den Lebensweg. Wie Georg Habsburg-Lothringen, Enkel des letzten Kaisers, weiß. Ein Zweitgeborener ist auch er. Man wächst auf damit, dass der ältere Bruder anders behandelt wird, andere Aufgaben bekommt, andere Verpflichtungen hat und das ist sowohl positiv wie negativ, weil er hat andere Möglichkeiten, weil er natürlich der Ältere ist und deswegen auch ganz anders behandelt wird. Aber er hat damit eben negativ, er hat sehr viel mehr Verantwortung, was einem als jüngerem Bruder einen sehr viel größeren Freiraum lässt, dass man selber sehr viel mehr machen kann. Freiraum, freilich ein Fremdwort im Kontext einer solchen Dynastie. Doch als der Kaiser dem jüngeren Bruder gestattet, die Kriegsmarine zu modernisieren, kann Maximilian endlich seiner Passion für das Meer und die Seefahrt nachgehen. Maximilian lässt Schiffe nach englischem Vorbild bauen. Er beauftragt Forschungsexpeditionen zur See, lässt sich zum Marineoffizier ausbilden und wird zum Konteradmiral ernannt. Der Aufbau der Marine war sicherlich eine Entscheidung des Kaisers.
Und dass der Kaiser gesehen hat, dass er damit in seinem Bruder einen großen Unterstützer hat, dem diesen Bereich sehr interessiert und der diesem gewillt war, diesen Bereich auch, sagen wir, mit modernen Gedanken voranzutreiben, war bestimmt ein großer Vorteil für ihn, weil die Entscheidung ist zwar vom Kaiser gefallen, aber Maximilian konnte sich da entfalten und hat da auch sehr viel geleistet, die österreichische Marine aufzubauen. Gerade 24 Jahre alt reist Maximilian nach Paris in diplomatischer Mission. Offiziell soll er Napoleon III. Glückwünsche des Hauses Habsburg überbringen zur Geburt eines französischen Thronfolgers. Die Habsburger belächeln den Emporkömmling. Respekt hat der alte Adel nicht vor seiner Person, nur vor seiner militärischen Macht. Maximilians Aufwartung soll den Konkurrenten gütlich stimmen. Französisch-österreichische Interessenskonflikte gibt es genug. Monsieur Archiduc, soyez le bienvenu. Sommes enchantés de vous recevoir. Votre Majesté, je vous remercie. Doch die persönliche Begegnung stimmt Maximilian um. Er verfällt dem Charme Napoleons. Très bien. Venez. On va beaucoup à parler. Und er ist beeindruckt von der liberalen Modernität und der glitzernden Eleganz des Pariser Hofs. À votre santé, cher Cousin. Geblendet von so viel Glanz reist der Erzherzog weiter nach Brüssel. Vorgeblich zu einer Freundschaftsvisite am belgischen Königshof. Doch dem Haus Habsburg geht es um mehr als Freundschaft. Die Habsburger haben ihr Reich kaum durch Eroberungen erweitert. Die Tochter des Königs von Belgien ist zwar erst zarte 16, doch im fernen Wien weiß man längst von ihrer Attraktivität. Und diese beruht nicht allein auf ihrer zweifellos entzückenden Erscheinung. Archiduc Ferdinand Maximilien d'Autriche. Mon cher cousin, soyez le bienvenu. Ma chère cousine, Marie-Charlotte de Belgique. Charlotte ist sehr reif für ihr Alter, hübsch und gebildet. Und sie ist geschmeichelt vom unverhohlenen Interesse des jungen Erzherzogs. Maximilian seinerseits ist hingerissen. J'ai entendu parler beaucoup de vous. J'espère seulement des bonnes choses. Oui, bien sûr. Vous avez des yeux incroyables. Allein um Verliebtheit geht es hier nicht. Von Anfang an ist der Tochter eines reichen Königs und dem Sohn eines illustren Kaisers klar. Sie dienen zuallererst den politischen und finanziellen Interessen zweier großer Herrscherhäuser. Nach sechsmonatigem Feilschen über die Mitgift entstand der Heiratsvertrag mit dem österreichischen Kaiser, heute im Haus, Hof und Staatsarchiv in Wien. Archivar Thomas Just erklärt: Siegel des belgischen Königs, dem belgischen Wappen. Leopold, der König der Belgier. Dann der gesamte Vertragstext. Hier ist auch die Unterschrift von Leopold. Genau, also am Ende unterschreibt der belgische König. Trotzdem, die Geschichtsbücher schildern eine unter Adelsfamilien seltene Liebesbeziehung. Die Staatshochzeit in Brüssel ist unspektakulär. Keins der beiden Königskinder steht in der ersten Reihe künftiger Herrscher in Europa. Kaiser Franz Josef fehlt.
Schon lange vor der Hochzeit hat Maximilian begonnen, sich einen Traum zu verwirklichen. Dann darf natürlich die Balustradenhöhe hier nicht zu hoch sein. Auf einem Felsvorsprung am Meer bei Triest soll ein elegantes Schloss entstehen. Er baut nach seinen eigenen Plänen. Hallo Charlotte, du musst gleich herkommen. Wir werden beide Fenster, das und das hier, doppelt so groß machen als geplant. Damit das Licht durchscheinen kann. Das ist schön. Kommen Sie her. Weit größer als geplant sind freilich auch die Kosten. Nicht einmal Charlottes Mitgift reicht aus, um die hochfliegenden Pläne ganz zu verwirklichen. Riechen Sie auch mal. Riechen Sie. Aus Kärnten und der Steiermark kommt Erde für den Garten. Natur und Architektur sollen harmonieren. Pflanzen von weit her sorgen für exotischen Flair. Aber das damalige Italien ist alles andere als ein beschauliches Paradies für die Sommerfrische. Die nahe Lombardei, ein Pulverfass. So wie in anderen Gebieten des Kaiserreiches regt sich nationaler Widerstand gegen das Haus Habsburg. Die Separatisten wollen ein national geeintes Italien und sie haben die Massen auf ihrer Seite. Libertà! 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 Doch Wien unterdrückt den Volkswillen mit Polizei und Militärgewalt, während Maximilian als frisch ernannter Gouverneur in Mailand eine demokratische Lösung sucht. In den Annalen seiner Amtszeit legt er seine liberalen Ideale dar, sehr zum Missfallen seines Bruders. Dass sie unterschiedliche Sichtweisen darauf gehabt haben, wie politisch in Italien zu verfahren ist, ist eine Tatsache. Und dass es darüber auch eine Diskussion zwischen den Brüdern gegeben hat, über die unterschiedliche Auffassung, wie die Frage dort zu lösen ist, ist auch vollkommen klar. Der Kaiser hat seine Funktion durchgesetzt und Maximilian hat sich nach Miramar zurückgezogen. Maximilians Mission als Gouverneur der Lombardei ist vorbei. Nach der Demission bleibt ihm nichts übrig, als in seinem Traumschloss weiterzuträumen. Inspiriert von den Herrscherfiguren seiner Zeit, die er studiert und bewundert. In seiner Galerie der Herrscherporträts soll irgendwann auch sein eigenes hängen. Doch auch in Paris träumt einer von Herrschaft. Oui. La capitale du Mexique. Napoleon will seine Macht nach Übersee ausdehnen. Das bankerotte Mexiko hat reiche Bodenschätze, ist von inneren Konflikten zerrissen und schuldet Frankreich Unsummen. Invasion total. Napoleon beschließt eine Invasion. Napoleon III. Hat große Interessen in Mexiko gehabt. Einerseits die Eintreibung der Staatsschulden und auch die Stärkung der Konservativen, die im Bürgerkrieg unterlegen sind, um dort eine längerfristige Herrschaft zu etablieren. De notre avis. Ein Brief von Kaiser zu Kaiser. Napoleon macht Franz Josef den Vorschlag, in Mexiko einen Kaiser zu installieren, Maximilian. Que votre illustre frère, l'archiduc Maximilian. Wien ist zunächst nicht abgeneigt. Liebe Frau Mamasi, brauchen Sie keine Sorge zu machen. Frankreich besitzt Truppen in Mexiko. Ich habe Maximilian geraten. Dem Kaiser käme es durchaus gelegen, wenn sein allzu liberaler Bruder möglichst fern der Heimat wirkte. Und dann ginge auch im Habsburgerreich die Sonne nicht unter, wie einst. Sophie, die Mutter der beiden Brüder, ist stolz, aber auch skeptisch. Kaiser sein, aber mit modernen Ideen. Die Zukunft, und nicht nur seine, lag in Übersee. Die Vergangenheit in Europa. Der Schritt von der alten Welt in die neue, schmerzlich und verlockend zugleich. Wieder und wieder erwägt Maximilian Napoleons Angebot.
Napoleon erwartet die Tilgung der enormen Staatsschulden Mexikos. Dazu die Besoldung der französischen Truppen im Land. Ein exorbitanter Preis. Ist dem Franzosen zu trauen? Warum sendet er keinen französischen Gouverneur? Und die Mexikaner, wollen sie überhaupt einen Kaiser? Wollen sie ihn? Er muss sich entschließen. Napoleon drängt. Zwischen seiner Position in der Lombardei und seiner zukünftigen in Mexiko gibt es verhängnisvolle Parallelen. Über das riesige Land, das er regieren soll, weiß er nicht viel. Und vieles ignoriert er. Einmal unterzeichnet, gibt es kein Zurück. Napoleon hakt nach und sendet eine Delegation, die Maximilian die Kaiserkrone anträgt. Allesamt Vertreter der feudalen Oberschicht Mexikos, Verbündete der Kirche und der Franzosen mit handfesten Eigeninteressen. Alarmierende Telegramme sind eingetroffen. Abraham Lincoln warnt unmissverständlich, es wäre ein Affront gegen die republikanische Regierungsform und würde nicht das Ende, sondern den Beginn einer Revolution in Mexiko bedeuten. Es war im 19. Jahrhundert sehr üblich, dass man in neuen Ländern Herrscher aus europäischen Dynastien eingesetzt hat, die natürlich das Problem hatten, dass die Bevölkerung nicht immer auf ihrer Seite stand. Und Napoleon wusste das natürlich auch im Zusammenhang mit Mexiko und war sich der Schwierigkeit der Situation bewusst. Von Schwierigkeiten sagt Napoleon kein Wort. Er wirft den nächsten Köder aus. Napoleon schickt gefälschte Abstimmungslisten aus Mexiko, um vorzutäuschen, das Volk wolle ihn, den Habsburger. Napoleon scheint Maximilian nur zu gut zu verstehen. Er will Kaiser sein, wenn schon nicht gewählt, dann doch jedenfalls gewollt. Eine einzige Stimme übertönt unmissverständlich das Stimmengewirr und die wiegt schwer. Napoleon. Magnifique. Die Stimme Charlottes. Sie sieht sich bereits als Kaisergattin. Ich glaube, man muss das Ganze so sehen, dass Maximilian auch familiär unter einem gewissen Druck gestanden ist, weil auch seine Frau Charlotte sehr daran interessiert war, näher zu einem Thron zu kommen. Und man auf der anderen Seite sagen muss, dass Kaiser Franz Josef ja schon sehr realistisch gesehen hat, mit welchen Schwierigkeiten dieses in Anführungszeichen Abenteuer in Mexiko verbunden ist. Und deswegen, ich glaube, vielfältig versucht hat, seinem Bruder davon abzuraten, es zu machen. Ein Kaiserreich in Übersee. Der Traum vom Herrschen zum Greifen nah. Doch das heißt Abschied von seinem Geliebten Miramar. Miramar ist der Ort, wo Maximilian für 3,5 Jahre die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte, zusammen mit Charlotte. Miramar war seine Seelenheimat, sein Lieblingsort. Il suo luogo prediletto. Charlotte ist mittlerweile 23, 8 Jahre jünger als Maximilian. Sie ist ehrgeizig, optimistisch, voller ungeduldiger Erwartung.
Doch dann kommt Besuch aus Wien. Grüß dich, Franz. Maximilian, du weißt, warum ich hier bin. Ja? Du unterschreibst jetzt den Vertrag. Ich kann das nicht unterschreiben. Maximilian. Du unterschreibst mir jetzt den Vertrag. Wenn ich das unterschreibe, streiche ich Habsburg aus meinem Namen. Das ist mir klar. Franz, ich bitte dich. Ich bin dein Bruder. Unterschreibst du das jetzt? Mit diesem Verzicht auf die Erbfolge sind nun alle Brücken abgerissen. Es haben sehr viele Leute diesen Familienpakt kritisiert, weil dadurch wurde ja sein Bruder Maximilian in der Erbfolge wirklich auf den letzten Platz nach allen männlichen Mitgliedern des Hauses Habsburg zurückgesetzt. Der Kaiser hat das Ganze aus dem Grund gemacht, weil er gesagt hat, ich meine, wenn jemand in Mexiko ist und dort Verantwortung übernimmt, etwas mit dem Thronfolger passiert und er in der Thronfolge auf dem zweiten Platz steht, wie kann er darauf reagieren und diese Verantwortung miteinander vereinbaren? Von der Seite des Kaisers absolut rationell überlegt. Für Maximilian natürlich etwas schwerer zu akzeptieren, aber er musste seine Entscheidung fällen und hat sie ja dann auch gefällt. Endlich steht Maximilians Signatur auch unter dem von Napoleon vorgelegten Vertrag, dem Vertrag von Miramar. Charlotte ist nun Kaiserin, wenn auch ihr Mann Kaiser von Napoleons Gnaden ist. In den Sälen von Miramar wird gefeiert und gratuliert. Maximilian! Doch Maximilian plagen Zweifel. Mehrmals wird die Abreise nach Amerika verschoben. Am liebsten hätte er den Lauf der Dinge zurückgedreht. In Triest wird Maximilian vom Volk geliebt. 14. April 1864. Tausende kommen zum festlichen Abschied an den Hafen. Maximilian soll geweint haben. In Mexiko tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Präsident Benito Juárez kennt nur ein Ziel. Ein unabhängiges, demokratisch regiertes Mexiko. Él viene de los sectores más marginados de la sociedad, indígena y huérfano. Was Benito Juárez betrifft, der Indio und Weise kommt aus einer Randschicht der mexikanischen Gesellschaft. Erst als Erwachsener lernt er lesen und wird in den fortschrittlichen Institutionen von Oaxaca unterrichtet. Dort studiert er Rechtskunde. Er macht Freiheit und Gleichheit zu seinen Idealen. Und er glaubt an das Gesetz als Fundament der Gesellschaft. Paradoxerweise teilen Juárez und Maximilian diese Werte. Beide sind Gegner einer politisch mächtigen Kirche. Das Land ist schon lange von Anarchie und Bürgerkrieg zerrüttet. In 40 Jahren wechselt die Regierung 58 Mal. Maximilian schwebt eine Verfassung vor, eine aufgeklärte Monarchie. Im Parlament sollen wieder Volksvertreter sitzen. Noch vor seiner Ankunft macht der Juárez brieflich ein Angebot, einen Ministerposten in seinem künftigen Kabinett. Ich als Minister in seinem Kabinett? Ich, der legitime Präsident von Mexiko? Das ist absurd. Kaum weniger absurd erscheint angesichts dieser Realität, was den nahenden Kaiser beschäftigt.
Hingebungsvoll skizziert er Uniformen für seine Garde, malt sich seinen Hofstaat aus, ein Palastdesign. Er träumt von einem mexikanischen Schönbrunnen. Noch auf hoher See entwirft er einen Verfassungstext. Charlotte mag an Sissi gedacht haben, Franz Josefs glamouröse Gattin. Nun stand sie im selben Rang wie ihre Schwägerin. Dankbare mexikanische Massen würden bald ihr und ihrem kaiserlichen Gatten huldigen, so wie die Österreicher ihrem Kaiserpaar. Nach 6 Wochen auf See, Land in Sicht. Veracruz. Wohin das Auge blickt, bröckelndes Gemäuer, Verfall. Keine jubelnden Massen? Der Kaiser lässt Bilder von sich und seiner Gemahlin verteilen. Das neue Medium der Fotografie soll das Kaiserpaar dem Volk nahebringen. Unverzüglich geht die Reise weiter nach Mexiko-Stadt. Mexiko, herrliche Landschaft, soweit das Auge reicht. Atemberaubend für einen, der Schönheit liebt. Doch seine Hauptstadt, ein hohles Echo alter Pracht. Der Regierungspalast, ruinös. Die erste Nacht verbringt der Kaiser schlaflos auf einem alten Billardtisch, denn sein Bett ist voller Wanzen. Die bittere Realität ist nicht mehr zu leugnen. Die Realität ist, es gibt fast keine Straßen, nur 30 Kilometer Eisenbahn. Aber es gibt Krieg. Die Franzosen kontrollieren kaum ein Drittel des Landes. Der Rest ist in der Hand der Republikaner unter der Führung des Freiheitskämpfers Juárez. Maximilian kommt in ein Land, das in sich zerrissen ist und von ausländischen Truppen besetzt. Truppen, die alle Mühe haben, auch nur Teile des Landes zu beherrschen. Doch immerhin gibt es ein Schloss, den alten Palast Chapultepec des spanischen Vizekönigs, 80 Jahre zuvor erbaut, als in Spanien und dessen Kolonien die spanischen Bourbonen herrschten. Von hier aus wird er das Land zu Frieden und Wohlstand führen, Großes vollbringen, zum Aufbau einer neuen, besseren Welt beitragen. Dass die Massen seinen guten Willen erkennen, ihm sein segensreiches Wirken danken und ihm zujubeln, das ist nur eine Frage der Zeit. Wie Maximilian nach Mexiko gekommen ist, hat er leider sehr viel Falschinformation erhalten über die Situation, wie sie in Mexiko sich dargestellt hat. Er hat Informationen bekommen, die nicht auf der Wahrheit beruht haben. Aber als er in Mexiko angekommen ist, war ja auch eine seiner ersten Aufgaben, das Land kennenzulernen. Er hat aktiv Mexiko in alle Richtungen bereist und versucht, so viele Informationen zu sammeln wie möglich, um dann seine Reformen umzusetzen. Hoch zu Ross und mit Sombrero durchstreift Maximilian das Land, um sich ein Bild zu machen, manchmal inkognito. Dass Napoleon ihn getäuscht hat, hat er mittlerweile begriffen. Maximilian will etwas bewegen in diesem Land. Er schreibt Gesetze zum Schutz der ausgebeuteten Landarbeiter.
Charlotte denkt an den Bau von Schulen und öffentlichen Spitälern. In seiner Abwesenheit führt sie die Regierungsgeschäfte und verhandelt mit Ministern auf ihre Art. Die Kaiserin bestellt zwei Minister zu sich, um ein Krankenhaus in Auftrag zu geben. Also, vous savez que l'imprimeur, mon mari, est en voyage. Oui, d'accord. Il faut financer et construire l'hôpital. No hay dinero. No? Einwände finanzieller Art will sie nicht hören. D'accord? Aucun bat. Vamos, señores. Das Los der Indios, der Bauern und Bergleute hat die Mächtigen von Mexiko noch nie interessiert. Seit der spanischen Eroberung sind die Indios Knechte, die Europäer Herren und Profiteure. Das soll unter Maximilian anders werden. Doch nur wenige Indios können seine Gesetze lesen. Viele seiner Gesetze blieben auf dem Papier. Er hatte keine Zeit, sie umzusetzen. Aber es gab sie. Und spätere Regierungen konnten darauf zurückgreifen, etwa auf das der weltlichen kostenlosen Schulbildung. Doch das geht gegen die Interessen derer, die Maximilian ins Land geholt haben. Großgrund- und Minenbesitzer, allem voran der Klerus. Es ist eine unheilige Allianz, die Maximilian eingegangen ist. Als er Juarez' Bodenreform nicht rückgängig macht, macht er sich die Kirche zum Feind. Zudem ist er in sich gespalten, zwischen sozialem Engagement und herrschaftlicher Repräsentation. Seine Begeisterung für kostspielige Prestigeprojekte vermag er kaum zu zügeln. Die goldene Staatskarosse ist da bloß eine Bagatelle. Anderthalb Jahre nach Maximilians Ankunft hat sich die finanzielle und politische Lage nur noch verschärft. Immer öfter geraten die Besatzer in die Defensive. Unterstützt von den USA erobern die Republikaner Stück für Stück ihr Land zurück. Grausam ahnten sie jegliche Hilfe für die Kaiserlichen. Von Napoleons Generälen unter Druck gesetzt, reagiert der Marionettenkaiser erstmals so, wie sein Bruder reagiert hätte: mit einem autoritären Dekret. Jede Unterstützung der Republikaner wird nun im Gegenzug gnadenlos verfolgt. Erschießungen ohne Gerichtsurteil sind an der Tagesordnung. Attention! Prepare! Apunte! Viva Juárez! Von Salven der Exekutionskommandos und Kanonendonner an der Front ist im Residenzpalast freilich nichts zu hören. In der Hauptstadt tanzt Mexikos bessere Gesellschaft. Doch das sind in dem gespaltenen Land nur noch die Reichen und die Besatzer. Chapultepec wird zum mexikanischen Schönbrunn. Auf jedem der rauschenden Feste erklingt Maximilians Lieblingslied La Paloma. Nach Europa heimkehrende Truppen machen es zum Welthit. Maximilian hat bestimmt versucht, das Leben, was er als Jugendlicher in Schönbrunn oder in der Hofburg erlebt hat, in Mexiko ein wenig zu kopieren und sich dort einen Hof aufzubauen. Juárez hingegen baut keinen Hof auf, sondern ein Heer.
¿Qué pensaba Juárez acerca de Maximilian? Was war Maximilian für Juárez? Pensaba que era un... Einer der Invasoren. Esa era... In erster Linie das. Er sah ihn nicht als Repräsentanten irgendeines Teils der mexikanischen Gesellschaft, auch nicht als jemanden, der zur Entwicklung der mexikanischen Gesellschaft beitragen konnte. Der Entschlossenheit der Republikaner haben die Besatzer wenig entgegenzusetzen, weder moralisch noch militärisch. Frühjahr 1865. Die Guerillataktik der Republikaner verwickelt die Besatzungstruppen in Gefechte an vielen Fronten. Für Napoleon wird der Krieg zum Fass ohne Boden. J'en veux plus de mort. C'est fini. Napoleon will jetzt nur noch eins: fort aus Mexiko. Maximilian soll abdanken. Demissionner. Sofort. Immédiatement. Demissionner. Ein Wort wie ein Donnerschlag. Die dort nicht. Ja, und aus Wien? Wollen wir keine Hilfe erwarten. Ich sag dir eins. Tu ne dois pas démissionner. D'accord? Abdanken. Niemals. Allez! Auf seiner kleinen Hacienda, von Einheimischen spöttisch Casa del Olvido genannt, Haus des Vergessens, sucht Maximilian Trost bei seiner indianischen Geliebten, der Gärtnerstochter. Zu einem Entschluss ist er außerstande. Umso entschlossener handelt Charlotte. Sie packt die Koffer. Nicht etwa, um aufzugeben. Im Gegenteil. Sie eilt nach Frankreich und will direkt mit Napoleon und dem Papst verhandeln. Abdanken. Das darf nur ein Greis oder ein Irrer, schreibt sie in ihrem Abschiedsbrief. Nicht ein Fürst von 34 Jahren, voller Lebenskraft und Zukunftshoffnungen. Auch ihre eigenen Zukunftshoffnungen sind dahin, wenn Maximilian das Spiel verliert oder gar aufgeben sollte. Ein Monat später in Paris. Napoleon ist hart geblieben. Die Verzweiflung darüber bringt sie um den Verstand. Die Staatsschulden erdrückend, der mit den USA verbündete Feind auf dem Vormarsch, von der Schutzmacht im Stich gelassen, allein ohne seine Gattin als Stütze, Maximilian steht vor dem Zusammenbruch. Orizaba, nahe der Küste. Hierher ist Maximilian aus der Hauptstadt geflohen. Während im ganzen Land Kämpfe toben, versucht er vergeblich zu verhandeln. Er schwankt zwischen Ausharren und der Flucht nach Europa. An seine Mutter schreibt er ein Telegramm. Das Telegramm von Maximilian an seine Mutter. Und aus dem geht hervor, dass er eigentlich schon auf der Rückreise nach Europa gewesen ist. Er hat aber dann diese Rückreise nie angetreten. Just embarked for Europe. Ein rührender Abschied von Mexiko. Gerade da soll er von der Mutter einen Brief erhalten haben. Einen Appell an seine Ehre mit der Aufforderung, in Mexiko zu bleiben. Der Kaiser verfügt, nicht Waffengewalt möge über die künftige Staatsführung und sein Schicksal entscheiden, sondern ein Nationalkongress.
Die Wartezeit auf eine Antwort habe Maximilian mit Schmetterlingsstudien zugebracht, so die republikanische Presse. Denn mittlerweile tobt außer den Feuergefechten auch eine Propagandaschlacht. Die Geschichte, so heißt es, wird immer von den Siegern geschrieben. Und das Regime von Benito Juárez war nun mal das Siegreiche. Daher wurde die Regierung Maximilians hier stets verachtet. Man warf ihm vor, ein tatenloser, naiver Träumer zu sein. Nach Mexiko sei er nur gekommen, um Schmetterlinge zu fangen. Doch dies ist die offizielle Version der Geschichte. Juárez nennt Maximilian den großen Träumer, zugleich aber auch einen kolonialistischen Aggressor. Das Vorgehen der Kolonialmacht gegen sein Volk ist für ihn unentschuldbar. Auf den Schlachtfeldern sterben immer mehr Mexikaner. Die vielen Toten werden im späteren Gerichtsurteil über Maximilian schwer wiegen. Für die kaisertreuen Konservativen sind dies nur noch Rückzugsgefechte. Querétaro ist eine der letzten kaisertreuen Städte. Hier hat sich der Rest von Maximilians Truppe vor den vorrückenden Republikanern verschanzt. Ein Kloster wird zum Sitz einer Regierung, die längst nicht mehr regiert. Maximilians letztes kaiserliches Quartier, eine kahle Mönchszelle. Noch könnte er flüchten, doch er bleibt. Maximilian hatte ein großes Verantwortungsbewusstsein, aber er hatte natürlich auch die Marine mit aufgebaut. Und er hatte wahrscheinlich nach Mexiko auch die Mentalität eines Kapitäns mitgenommen, der das Schiff nicht verlässt, wenn es in Seenot kommt und auch nicht, wenn es untergeht. April 1867. Des Kaisers letzte Bastion ist eingekreist. Zu spät versuchen seine Truppen einen letzten Ausbruch. Mit seinen Soldaten steht Maximilian an vorderster Front. Vielleicht hat er hier schon den Tod gesucht. Nach dem Verrat durch einen seiner mexikanischen Generäle gelangen die Belagerer durch eine Mauerlücke in die Stadt. Am 15. Mai 1867 fällt Querétaro. Maximilian reicht Escobedo, dem Kommandanten der Sieger, sein Schwert. Romantisch-ritterliche Symbolik bis zuletzt. Maximilian steht für eine sehr schwierige Zeit in der Geschichte Mexikos. Letztlich hat er nur eines bewirkt: die Verlängerung des Bürgerkriegs um 7, 8 Jahre. Er beharrte auf einem Krieg, der Tod und Verwüstung brachte. So sehen ihn viele hier. Im Theater von Querétaro findet das tragische Drama seinen letzten Akt. Maximilian von Habsburg, der sich Kaiser von Mexiko genannt hat, und seinen General Miguel Miramón und Tomás Mejía wird der Prozess gemacht. Das Gesetz, worauf sich das Militärtribunal beruft, sieht für jede Unterstützung der französischen Intervention die Todesstrafe vor. Maximilian ist erkrankt. Das demütigende Schauspiel bleibt ihm erspart. Das Urteil: Tod durch Erschießen. Diplomatische Appelle verzögern die Vollstreckung um Tage. Maximilian bleibt gefasst.
Er wünscht sich gute Schützen für einen schnellen Tod. Ein Habsburger soll sich nicht im Todeskampf winden. Die Kugeln mögen das Herz treffen, nicht die Stirn. Seine Mutter soll den Leichnam erkennen. Tücher auf dem Herzen sollen das Blut aufnehmen. Sein Leichnam soll kein Bild des Grauens sein. Charlotte, hat man ihm gesagt, sei tot. Mit ihr will er begraben sein. Ring und Rosenkranz sind für die Mutter. Der Morgen graut. El honor es suyo. Gracias. ¡Atención, pelotón! Voy a morir por una causa justa. ¡Prepare! Por la de la independencia y libertad de México. ¡Apunten! Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Fuera! ¡Viva México! Der Erschießungsort wird bald zur Gedenkstätte. Franz Josef hatte dem Bruder noch militärisch helfen wollen. Das scheiterte am Nein der USA. Zu Lebzeiten des Kaisers verweigerte Juárez jede persönliche Begegnung mit seinem Widersacher. Sein einziger Kommentar: Ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Auf Maximilians Tod folgen 50 Jahre Frieden, Freiheit, Unabhängigkeit. Wenig später malt Édouard Manet die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko. Die mexikanischen Uniformen erinnern an französische und der Mann dahinter an Napoleon III. 7 Monate nach der Hinrichtung. Am 17. Januar 1868 kehrt Maximilian nach Wien zurück. Am nächsten Tag lässt Kaiser Franz Josef den Leichnam Maximilians in der Kapuzinergruft beisetzen. Er war jemand, der unglaublich ambitioniert war, der sich bemüht hat, sehr viel Positives zu tun, aber der leider sich zu einer tragischen Gestalt entwickelt hat, weil er
ja, die falschen Unterstützer und die falschen Freunde zuerst gesucht, gefunden und dann die Konsequenzen tragen musste. Charlotte, dem Wahnsinn verfallen, erholte sich nie mehr. Geistig umnachtet wird sie 60 Jahre später sterben. Triest hat ihm ein Denkmal gesetzt. Der Blick geht übers Meer, den Golf von Triest, hinüber nach Miramar, wo der Traum begann. Der Traum vom Herrschen.